Ja, was erwartet uns im Jahr 2018 für neue Hardware? Dank sogenannter Roadmaps der Hersteller und verschiedener Berichte und auch Leaks lässt sich das jetzt schon grob umreißen. Also, los geht's! Jedes Jahr kommt ja immer wieder neue und noch leistungsfähigere Hardware auf den Markt. Und das wird natürlich auch 2018 nicht anders sein. Was es Neues gibt, damit legen wir jetzt los und wir starten mit AMD. Und zwar fangen die schon ziemlich früh an, und zwar im Februar 2018 werden schon die neuen APUs der Raven Ridge Familie auf Basis der Zen Architektur auf den Markt kommen, die bei der integrierten Grafik auf Radeon RX Vega Grafikkerne setzen werden. Damit soll man dann endlich auch halbwegs zocken können, ohne sich gleich noch eine extra Grafikkarte ins Gehäuse bauen zu müssen. Denn wie ihr vielleicht wisst, aktuelle Ryzen-Modelle bieten ja keine integrierte Grafikeinheit an. Ein Vorteil von Intel, der mit den Raven Ridge APUs, so heißt die Generation, dann auch zunichte gemacht wird. Kurz darauf dürfte dann wohl auch eine Neuauflage der Ryzen-Prozessoren kommen, die im 12-Nanometer-Prozess gefertigt wurden und vermutlich auf den Namen Zen Plus hören werden. Die aktuellen Ryzen-CPUs werden ja noch im 14-Nanometer-Verfahren gefertigt. Wir in der Redaktion gehen davon aus, dass diese Neuauflage ca. 10% mehr Leistung bieten wird als die erste und aktuelle Ryzen-Generation da draußen. Gleichzeitig wird es auch neue Mainboards mit X400 Chipsätzen geben. Aber keine Sorge, auch die älteren Hauptplatinen dürften sich nach einem BIOS-Update mit den neuen Ryzen-Modellen verstehen. Die echte zweite Zen-Generation kommt nämlich erst vermutlich 2019. In Sachen AMD-Grafikkarten gibt es nur wenig Infos für 2018. Vermutlich wird es dieses Jahr zuerst einmal wieder eine Neuauflage der Vega 64 und 56 geben, die RX 580 und 570 komplett ablösen werden. Radeon RX Vega mit 7 Nanometern wird es wohl frühestens Ende 2018 geben. Und dann wird es sich dabei auch wohl nicht um ein Gaming-Modell handeln, sondern nur um ein Modell für den wissenschaftlichen Bereich. Also, die eignet sich nur bedingt fürs Zocken. Die neue Grafikarchitektur von AMD namens Navi wird es wohl erst 2019 geben. Ja, und was könnte Intel im Jahr 2018 auf den Markt bringen? Zuerst einmal werden wohl endlich die echten Coffee Lake-kompatiblen Mainboards mit den Chipsätzen wie Z390 und H370 auf den Markt kommen, um das Potenzial der CPUs nun komplett ausreizen zu können. Zu erwarten sind dann vermutlich auch weitere Prozessoren der 8. Core-Serie wie ein i5-8600 oder i3-8300. Die nächste Generation der High-End-Prozessoren von Intel wird wohl die Bezeichnung Cascade Lake X tragen und Skylake X ablösen. Allerdings frühestens erst Ende 2018. Insgesamt schaut es also bisher danach aus, dass sich in Sachen Prozessoren bei Intel nicht allzu viel tun wird. Dafür aber beim Speicher. Die ersten Intel Optane SSDs mit dem selbstentwickelten 3D XPoint Flash Speicher kommen nämlich in den Handel. Gegenüber dem bisher fast schon standardmäßig eingesetzten NAND Flash ist 3D XPoint noch flotter, ausdauernder und reaktionsschneller. Ja, und schon seit November 2017 wissen wir ja, dass Intel und AMD tatsächlich auch kooperieren können. Das Ergebnis gab es erstmals auf der CES 2018 in Las Vegas live zu sehen. Die Prozessoren der sogenannten Kaby Lake G-Serie vereinen eine Intel Core CPU mit Radeon RX Vega Grafikkernen auf nur einer Chipfläche. Gerüchten zufolge soll die Grafikleistung höher als die einer Nvidia GeForce GTX 1050 sein. Damit wäre also auch das Zocken in Full HD mit zumindest mittleren Grafikeinstellungen kein Problem mehr. Aber die größte Version dieser Chips soll dann sogar die mobile Variante einer GTX 1060 schlagen können, womit sich dann fast ohne Kompromisse in 1080p zocken lässt. Und das ohne extra Grafikkarte. Im Jahr 2018 wird man vermutlich mehr Notebooks sehen, die mit ARM-Prozessoren ausgestattet sind. Dafür tut sich der Hersteller Qualcomm mit Microsoft zusammen und ermöglicht somit den Betrieb einer regulären Windows 10-Version auf den neuen Snapdragon-Prozessoren. Noch gibt es aber bei den Programmen einige Einschränkungen, aber sehr positiv sollen dafür die Akkulaufzeiten schon mal ausfallen.
dieser ARM-betriebenen Notebooks. Also die Rede ist hier von 20 Stunden und mehr. Was wird es noch geben? GDDR5-Speicher ist ja schon sehr lange auf dem Markt unterwegs für Grafikkarten, der quasi immer noch der Standard für Grafikspeicher. Aber 2018 soll es schon die ersten Modelle mit GDDR6-Speicher geben, also der nächsten Generation, die dann natürlich schneller sein wird. Und auch PCI Express 3.0 gibt es ja schon seit ein paar Jahren. Und da kommt auch die nächste Generation, also PCI Express 4.0, die vermutlich doppelt so schnell sein wird wie PCI Express 3.0. So viel jetzt erstmal zur Hardware, also zum Komponentenbereich. Was gibt's denn in Sachen Gaming Gear? Ja, Wireless-Eingabegeräte kommen dank immer ausgefeilteren Übertragungstechniken wieder in Mode. Logitech hat ja mit dem induktiven Powerplay-Mauspad ja schon sehr gut vorgelegt. Da wird die Maus quasi immer geladen, wenn sie auf dem speziellen Powerplay-Mauspad liegt durch Induktion. Und deshalb müssen nun auch die anderen großen Hersteller folgen. Razer zum Beispiel die Hyperflux Mamba und die wiederauferstandene Marke Mad Catz hat Red Air vorgestellt. Bei beiden handelt es sich um eine Maus- und Mauspad-Kombination, bei denen die Mäuse nicht einmal mehr über einen Akku verfügen. Die nötige Energie für die Mäuse wird also nur noch aus dem speziellen Mauspad gezogen. Das sorgt dann natürlich noch für geringere Gewichte für die Mäuse selbst. Corsair hingegen setzt mit der neuen Maus Darkcore RGB SE und dem Mauspad MM1000 auf den bei Smartphones schon weit verbreiteten, ebenfalls induktiven QI-Standard. Ja, mit der Mausmatte lassen sich dann tatsächlich auch eure Handys aufladen, sofern sie QI unterstützen. Oder Qi, wie immer ihr es nennen wollt. Auch immer mehr kabellose Gaming-Tastaturen wird es wohl geben. Ich meine, Logitech hat ja zum Beispiel schon die G613 mit mechanischen Schaltern und einer kabellosen Lightspeed-Technik genannten Funk-Anbindung auf dem Markt. Und von Corsair, die haben es auf der CES 2018 vorgestellt, kommt die K63. Das ist eine mechanische Tastatur ebenfalls mit Cherry MX-Switches. Und die soll auch ebenfalls ohne Latenzen arbeiten und damit auch prädestiniert sein fürs Gaming. Apropos Cherry MX, die haben ihre nächste Generation von MX-Schaltern quasi vorgestellt. Also im Prinzip handelt es sich nur um noch flachere MX-Schalter, die sogenannten Cherry MX Low Profile RGB. Zuerst geht es los mit den roten und die verfügen über dieselbe lineare Schaltcharakteristik wie die regulären Cherry MX Red. Nur sind die um bis zu 35% flacher als die regulären MX-Switches und damit werden viel flachere Tastaturen ermöglicht und natürlich auch der Einsatz in Gaming-Notebooks. Also man darf sich 2018 auf viel flachere und designtechnisch wahrscheinlich sexy aussehendere Tastaturen freuen und natürlich auch über mechanische Schalter in Gaming-Notebooks. Ist natürlich nicht total neu, gab es ja bisher schon, aber deshalb werden die Notebooks trotzdem flach bleiben, da es ja die neuen Low-Profile-Schalter gibt. Fürs Auge gibt es auch 2018 was. Nvidia hat ja die sogenannten BFGD vorgestellt. Das ist die Abkürzung für Big Format Gaming Displays. Also es sind quasi Monitore mit einer 65 Zoll großen Bildschirmdiagonale, 120 Hertz, 4K-Auflösung und natürlich G-Sync dabei für ein unglaubliches Gaming-Erlebnis auf einer riesigen Bildschirmfläche. Wir sind mal gespannt, ob sich das durchsetzen wird, wie viel die Dinger natürlich auch kosten. Ich meine, wird natürlich nicht günstig, ist klar. Und wie das dann einfach ist, wenn das alles mit G-Sync kombiniert wird. Ich bin da schon mal sehr gespannt drauf. Ja, und apropos Monitore, es kommen auch immer mehr 4K-Monitore, die höhere Bildwiederholfrequenzen als 60 Hertz beherrschen werden. Also 120, 144 ist dann auch mit einer 4K-Auflösung fürs Jahr 2018 dann nicht mehr ungewöhnlich. Ja, das war's auch schon mit den Innovationen für das Jahr 2018 aus dem Hardware-Bereich. Auf welche Neuerungen freut ihr euch denn am meisten? Hä? Jetzt hat der Fritz gar nichts zu Volta gesagt. Ja, da muss ich dich jetzt übernehmen. Also Volta wurde ja schon vorgestellt in Form der Titan V. Das ist aber jetzt eine Karte für wissenschaftliche Berechnungen und eigentlich keine auf Gaming optimierte Karte. Die kommt dann mit der Ampere-Generation. Das ist quasi eine Volta, die wahrscheinlich, so wie es aussieht, dann auch schon im 10-Nanometer-Verfahren produziert wird.
Das heißt, mehr Leistung bei geringerem Stromverbrauch. Dasselbe gilt auch für den Speicher. Also wird nicht der teure HBM-Speicher verwendet, sondern Nvidia setzt dann gleich auf GDDR6-Speicher. Der arbeitet mit doppelt so hohen Transferraten, auch bei einer geringeren Eingangsspannung. Das heißt, auch da kann man mehr Tempo für weniger Stromverbrauch bekommen. Ja, wann sollen die Ampere Gaming-Grafikkarten von Nvidia rauskommen? Man munkelt in Q2, das heißt, sie werden wahrscheinlich so März, April werden sie vorgestellt. Dann geht das Sampling los und kaufen könnt ihr sie dann wahrscheinlich dann im Juni spätestens. Und auf der Gamescom wird es vielleicht auch nochmal was geben, möglicherweise auch von uns in Form von der Höllenmaschine. Ja, und jetzt muss ich mir erstmal mein fettes, langes Lineal besorgen und nochmal dem Fritz erklären, was ich unter vollständig und vollumfänglich verstehe, wenn es um Technik-News geht. Also, bis dann. Tschüss.